Hallo, willkommen bei mir im Kanal. Shimmy zockt Grim Soul Dark Fantasy Survival Episode 3. Ich glaube, es war laut. Heute wieder erstmal wieder ein bisschen Game. Wer kommt was gesagt? Wer kommt da? Das ist der Nightguest. Wir haben keine Fackel. Fängt das schon mal gut an. Und in den Kreis und auf Wiedersehen. So, bevor ich jetzt überhaupt irgendwas zeigen und sagen konnte, musste ich erstmal weglaufen. Okay. Also heute wieder ein bisschen Gameplay. Ich weiß noch nicht genau, was uns erwartet. Ich habe seit der letzten Episode nicht wirklich viel gemacht. Ich habe mir lediglich hier meinen Schmelzofen hingebaut oder Smelter, wie er im Englischen heißt. Hab ja ein bisschen Holz verheizt. Hat wohl anscheinend nicht gereicht, um einen Barren rauszukriegen. Okay. Ist jetzt die Frage, wie viel man da reinstecken muss. Ist dann was gekocht? Auch nicht. Okay. Hatte doch Holz nachgelegt. Ich habe jedenfalls keins mehr in meinen Truhen liegen. Hier haben wir noch eine Truhe. Hier habe ich mir dann noch den. Ah, ich habe mein ganzes Holz verarbeitet zu Planken, zu Brettern. Genau, das war's. Ich habe das überall wieder rausgeholt, um Bretter draus zu machen, weil wir ja demnächst eventuell hier mal den Stall bauen wollen und da brauchen wir 12 Bretter. Ich habe jetzt 17, okay. Dann kann ich ja mit 5 mit Sicherheit noch was anderes anfangen. Gucken wir mal einen Rucksack, das kann man auch aufteilen, genau. 12 Stück müssen wir aufheben. Tue ich am besten mal direkt hier in die Kiste. Ah, da habe ich auch Fackeln, hätte ich gerade eben schon auf die Fackel wechseln können. Wir brauchen aber auch für den Stall 6 Kupferbarren. Habe ich denn schon Kupferbarren oder nur das Kupfererz? Ach, da habe ich ja keine Türe drin, muss ich außen laufen. Ah, da haben wir 14 Kupferbarren, haben wir auch auf Lager, wenn wir es denn bauen wollen. Und 10 Cords. Schnüre, Kordeln. Hatte ich doch auch irgendwo. Da haben wir 4. Haben wir sonst noch welche rumliegen? Okay, die werden wir dann hoffentlich im Laufe der Zeit finden. Der Rabenkäfig, den hatte ich aus Versehen schon angeklickt, deshalb ist kein Symbol mehr dran. Der sagt uns jetzt, wir sollen 50 Steine sammeln. Wir waren ja bisher nur im Waldgebiet und haben Holz besorgt. Da würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal fertig, für Steine zu besorgen. Ich bin mittlerweile, ja, wieder so gut wie nackig. Ja, ich bin nackig. Hier haben wir noch Handschuhe und noch Hose. Nichts zum Anziehen. Nichts zum Anziehen. Gut, sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Nur Handschuhe und Hose an. Ja, wenn wir weiter nichts haben, haben wir weiter nichts. Wir haben Falchion in den Finger. 36 Schaden. Und da haben wir noch einen Spaten. Und zwei Fackeln. Ja, aber. Würde ich mal sagen, gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Beziehungsweise hier wollte ich doch mal schauen, ob man denn auch die Bretter verheizen kann. Ja, kann man auch. Wunderbar. Ja, hier haben wir ja gesagt, Fleisch lohnt sich zu braten. Zu heilen habe ich auch noch. Ah, gut, dann wird man schauen. Mein Storage habe ich ja wieder was Neues geschickt bekommen. Wasser und das Honigfass. Da habe ich noch ein paar Beeren übrig und ein bisschen Fleisch. Gehen wir mal Holz suchen. Ja. Eigene Ausrüstung bauen geht ja noch nicht. Sollen wir noch mehr zum Heilen? Wir lassen das mal hier, nehmen wir das mal mit. Ja, wenn wir nichts mehr haben, haben wir nichts mehr. Samen haben wir auch keine mehr gefunden. Wie es ausschaut, bekommt man die auch in der Tat nur von den Leichen. Da hat uns ja mal ein so ein Zirkel auf dem Boden erzählt. Das Seeds can be looted from corpses oder irgendwie so, wie hieß der Satz. Also ich kann aber nicht pflücken oder sonst was. Nur von Leichen finden. So, Stein. Gibt's denn hier Stein? Stein, Stone Foothills. Sieht aus, als gäbe es da Stein. Würde ich mal sagen, laufen wir da mal hin. Gucken wir mal, was da los ist.
Da ich gemerkt habe, dass meine Videos alle ein bisschen lang werden, werde ich das jetzt dann wahrscheinlich pausieren während der Aufnahme, damit ihr euch nicht die ganze Zeit anschauen müsst, wenn ich da rumrenne und nur ein paar Steinchen sammle. Wobei wir sind wieder nachts unterwegs. Ich werde mal die Fackel ausrüsten, damit wir da schnell hin und her wechseln können. Ja, wieder anschleichen. Ich habe jetzt natürlich eine relativ starke Waffe mit den 36 Schaden, ne? Reicht doch, glaube ich, der Spaten für die Spaten da, ne? Ah! Okay. Boah, aber kann man sich aber erschrecken bei dem Sound hier. Batz! Ja, ist beim Spat eine 40 Experience, okay. Ach, da muss man hier auf Close drücken. Da ich mir hier noch ein paar Beeren einsammeln. Ja, ich vermute mal, das wird genauso sein wie im Waldgebiet. Überall stehen welche rum. Ich sammle dann jetzt erstmal paar lose Steine und Holz ein, um mir eine Hacke zu bauen. Falls irgendwas passiert, schalte ich die Aufnahme wieder ein, aber jetzt mache ich erstmal auf Pause. Meld mich dann gleich wieder, wenn ich die 50 Steine habe, beziehungsweise wenn ich das Gebiet durch habe. Ich werde natürlich wieder allein, um Level-Ups zu kriegen, hier ein bisschen rumgrinden und alles, was möglich ist, einsammeln. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, relativ langweilig, wenn ihr euch alles anschauen müsst. Von daher mache ich erstmal Pause, melde mich wieder, falls irgendwas Außergewöhnliches passieren sollte. Oh, ein Damned. Oh, ja, wir haben schon fast kein Leben mehr. Das ist aber jetzt, weil ich die Fackel in der anderen Hand habe. Hunting is a good source of meat, but you can't survive without a garden. Ah, leaks also restore health, bla bla bla. So, mal gucken. Ich nehme erstmal was essen. Das funktioniert also auch außerhalb der Karte. Ah, tickt die Gesundheit hoch. Ja, was ist jetzt sinniger in der Nacht? Eine Fackel? Oder was zu heilen? In den anderen, hier unten, die andere Hand zu nehmen. Also, ich gehe mal weiter Steine besorgen. Wir sehen uns dann später wieder. So. Alles Mögliche, was im Gebiet rumstand, an Büschen gepflückt, Bäume gefällt, Steine gehackt, sogar die Erze mitgenommen und die Flachsfasern abgebaut. Das Ganze hat uns jetzt auf kurz vor Level 11 gebracht. Level 11 war ja die Stufe, wo man endlich ein paar Klamotten selber herstellen kann. Soweit bin ich jetzt leider noch nicht gekommen. Aber ich habe die Steine gesammelt, die ich ja für den Unbekannten am Rabenkäfig sammeln soll. Schauen wir doch mal, wie das jetzt hier weitergeht. Habe auch meine Waffen, die ich mitgenommen hatte, komplett aufgebraucht. Na, hier ist wieder Symbol am Rabenkäfig. Ich werde aber erstmal schauen, dass ich mir irgendwie Platz im Inventar schaffe. Da können wir doch einfach mal die Samen ins Beet stecken, damit ich nämlich die Waffe, weil die Waffe, beziehungsweise die Fackel, die geht ja immer weiter kaputt. Die erstmal wieder aus der Hand nehmen. Und schauen wir doch mal. Ja, als Belohnung wieder ein Hämmerchen, ein Skillpunkt. Receive Reward. So, und jetzt habe ich zwischendurch auch noch ein paar Schriftrollen gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch das alles durchlesen wollt. Das kannten wir schon. Das hier ist. Nein, Exiles Note. Ja. Genau, das haben wir gelernt. You will learn to twist rope. Wenn ihr das euch komplett durchlesen wollt, könnt ihr euch das Video mal kurz auf Pause machen. Und ja, irgendeine andere Schriftrolle hatte ich noch neu gefunden. Stehen halt super Spielhinweise immer drin. Kann man sich durchlesen, wenn man wissen will, was alles wichtig ist. Also wir werden demnächst noch lernen, Seile herzustellen. Was ich jetzt wohl, da muss ich zugeben, habe ich mich vorher schlau gemacht. Es soll jetzt wohl helfen, wenn man einfach mal aus dem Haus raus und wieder reinrennt, dann hat man wohl eine neue Aufgabe an dem Rabenkäfig. Habe ich selber jetzt so noch nicht ausprobiert. Aber was ich bei anderen YouTubern so gesehen habe, soll das wohl jetzt bewirken, dass das neu lädt und uns eine neue Aufgabe am Rabenkäfig zur Verfügung stellt.
Bin ich mal gespannt, wenn ja, welche das denn sein wird. Da ist eine neue Aufgabe. Also es stimmt wohl. Einfach einmal rausrennen, einmal reinrennen, hat man hier eine neue Aufgabe. Was will er jetzt? Jetzt sollen wir 5 Truhen herstellen. Ach, nicht. Ist ja gut, dass wir schon einige gebaut haben. Wo soll ich denn noch hier noch 5 Truhen hinstellen? Da muss ich noch einen Raum irgendwo anbauen. Weil, um die Truhen aufzustellen, also Räume haben zurzeit auch noch nicht wirklich Bedeutung. Es ist also nicht wie bei Last Day on Earth oder sowas, dass man hier in regelmäßigen Abständen überfallen wird und alle Wände eingerissen werden. Deshalb sollte ich mir eigentlich Gedanken machen, von vornherein ein ordentliches Design hier in mein Haus zu kriegen. Aber wenn wir 5 Truhen aufstellen wollen, müssen wir auch 5 Böden bauen oder 5 Böden haben. Aber wenn wir jetzt mal schauen, jetzt kann ich keinen herstellen, weil das Inventar voll ist. Mal hier Stapel Steine, also eine Truhe, eine Peasants Chest, einmal craften, einmal Device. Ne? Die können wir ausschließlich auf unsere Böden stellen. Hier passt noch einen hin. Ja, würde ich sagen, bauen wir einfach mal, damit wir sie aufstellen können. Oh, damit ich noch genug Holz habe. Ansonsten heißt dann jetzt die nächste Aufgabe, besorge Holz, um dir die Kisten zu bauen. Weil ich mir da gerade eben nur 20 Stück mitgenommen habe. Wir brauchen 4 und von den Pflanzenfasern weiß ich auch nicht, wie viel ich davon noch habe. Ja. Das heißt ja nur baue sie, das heißt ja nicht stell sie auf, ne? Mal gerade nachschauen, ob wir da jetzt schon 3 Stück haben. Oh, okay, wir müssen sie nur bauen, aber was nutzen sie denn gebaut, wenn wir sie nirgendwo stehen haben? Von daher würde ich mir die natürlich jetzt noch irgendwo hinstellen. Und da drehen wir die mal. So, also ich muss jetzt noch 2 Kisten bauen, habe aber, wenn ich es richtig im Kopf habe, kein Holz mehr. Würde heißen, ich laufe jetzt erstmal los, mir noch Holz wieder besorgen. Das ist schon knifflig gemacht, alles hier. Und ich habe auch nicht mehr wirklich noch Rüstung. Gut, hier hätte ich die Pflanzenfasern, habe ich noch auf Vorrat. Können wir die Seile mal dabei packen, das können wir dabei packen, das können wir dabei packen. Hier können wir nichts dabei. Ach, guck mal, da sind auch noch Seile drin. Die hatten wir doch gerade in der Kiste gehabt, ne? Ich muss noch reingucken. So, dann können wir das Fleisch, was ich gerade noch gesammelt habe, hier mit dabei. Ah, ist auch schon wieder. So schnell sind die 5 Bretter weggebrannt. Okay, also Holz scheint hier auch recht wichtig zu sein. Ist halt die Frage, ob man. Habe ich auch noch nicht nachgeschaut. Ob man denn hier. Hier kann man keine Kohle herstellen. Also man kann kein Holz verbrennen für Kohlen. So, machen wir das mal so. 20 Beeren. Eine Fackel als Waffe ist, glaube ich, nicht ganz so effektiv. Was haben wir denn hier noch? Eine Pitchfork. 25 Schaden. Sieht doch gut aus. Das will ich halt nur reiner mitnehmen. Ich hatte doch hier noch irgendwo einen Schmiedehammer oder sowas gehabt. Da. 18 Schaden. 27. Und das Schwert. 30. Dann nehmen wir erstmal die kleinen Waffen mit. Ausrüsten. 5 Essen haben wir noch. Ich glaube, da hier haben wir dann noch genau die ganzen Beeren. Ja, also 5 Truhen, 3 haben wir schon. 4 Holz hätte ich auch noch. Aber fehlen trotzdem noch 4. Und weil ich ja auch unbedingt Level 11 werden will, um mir mal. Achso, sollte man vielleicht mal schauen, was man für die Kleidung denn dann an Material braucht. Okay, Cloth and Flax Fiber. Flax Fiber, Cloth Rope. Gut. Rope findet man ja von den Gegnern jede Menge. Das Cloth weiß ich noch nicht. Ob man den vielleicht selber herstellen kann, den findet man auch bedingt von den Gegnern. Und diese Flax Fiber, die kann man ja pflücken. Die stehen überall rum. Man sollte schauen, dass ich davon natürlich schon auch ein bisschen was auf Lager habe. Also, weil ich habe gerade eben nicht genau gewusst, was ich denn so alles mitnehmen soll von den Gegnern. Oh, hier ist mal ein Kreis. They will come for you sooner or later. Ja, würde ich sagen, laufe ich jetzt mal wieder. Bisschen Holz besorgen. Wenn was Wichtiges passiert, schalte ich wieder ein. Ansonsten sehen wir uns, wenn ich wieder zurück bin.
So, hier vielleicht ein kleines Update, ein kleiner Hinweis. Ich habe gerade hier in dem Waldgebiet auch so einen großen roten Kreis gefunden, wie er auch bei uns zu Hause steht. Und als ich ihn betreten habe, stand als Hinweis wieder: It's safe here at night. Also vermute ich mal, wenn man nachts unterwegs ist und der Night Guest kommt und man weiß, wo dieser Kreis ist, hilft es mir auch, sich da reinzustellen, wenn man keine Fackel mit hat. Ähnlich wie bei uns zu Hause läuft er dann einfach wieder weg. Ist jetzt gerade nicht Nacht, kann ich nicht zeigen oder irgendwie ausprobieren. Aber ich dachte, es wäre vielleicht ein Hinweis, euch wissen zu lassen, dass das als Hinweis gerade eben aufgepoppt ist, als ich den Kreis betreten habe. Ich habe gerade schon ein bisschen was weggepackt in so einen Sack, der hier rumsteht, und werde jetzt noch ein bisschen weiter Steine klopfen, Bäume fällen, Flachsfasern sammeln und mich gleich wieder melden, wenn ich hier durch bin. Und noch ein kleines Update. Ich hatte ja schon mal angesprochen, aber konnte es nicht zeigen. Ich habe gerade ein paar Beeren gefuttert und es ist mir ziemlich schlecht davon geworden. Man sieht schon, ich laufe ziemlich langsam. Ich kann auch hier nicht mehr auf dem Erz klopfen. Ich habe zwar noch entsprechend eine Spitzhacke im Inventar. Hier unten das Symbol hat sich jetzt geändert zu einem, ja, vor den Mund haltende Hand. Wenn wir jetzt draufdrücken, übergibt der Gute sich. Ja, jetzt können wir einfach weitermachen, als wäre nichts gewesen. Also in diesem Spiel muss man nicht Pipi machen, in diesem Spiel muss man das Ganze auf den umgekehrten Weg wieder rausdrücken. Nicht sehr appetitlich, aber gut, irgendwie muss man ja den Spieler auf Trab halten, weil wenn uns das Ganze im Kampf passiert, stehen wir natürlich doof da, können nicht kämpfen, müssen uns erstmal übergeben. So, wie sinnig das ist, weiß ich nicht. Ich wollte es euch nur gezeigt haben. Also, ich mache weiter. Bis gleich. So, fertig, alles eingesammelt, alle Bäume gefällt, alle Beeren gesammelt, alle Steine gehackt. Gebiet verlassen, kam wieder die Meldung, dass ein Händler sich auf der Karte befindet. Ich vermute, es wird sein wie bei Last Day on Earth. Sobald wir unter 70 Energie sind und ein Gebiet verlassen, bekommen wir ein besonderes Event. Schauen wir erstmal, wo der Mörchen sich rumtreibt. Oh, trifft sich gut. Nee, trifft sich gar nicht gut. Ist recht weit weg. Weil da ist ja auch wieder das Problem, wir müssen jetzt einmal hinlaufen zum Schauen, was er denn haben will. Müssten eventuell nach Hause laufen, Kram holen, was er haben will, um einzutauschen, was er uns geben will. Keine Ahnung, was das ist. Ich laufe mal hin, schau mal nach. Einfach nur, um mal zu wissen, was der Händler denn so hat. Weil, ne, jetzt haben wir nur noch 39 Energie. Ist die Frage, ob wir damit noch einmal bis nach Hause und zurückkommen. Und dann wäre auch erstmal Schluss mit Spielen. Beziehungsweise müsste dann Geld ausgeben. Nach Hause laufen würde 23 Energie kosten. Das heißt, nochmal zurück wären insgesamt bei 46. Könnte man eventuell mit ein bisschen Gehen überbrücken. Schauen wir aber erstmal, was er haben will. Vielleicht haben wir ja zufällig was dabei. Mag ich aber zu bezweifeln. Der steht ja wohl meistens in der Mitte der Karte. Genau, da ist das Symbol auf der Minimap. Können wir mit ihm reden? Er will haben 20 Planken und würde uns dafür ein Falchion geben, was wir eben gesehen haben, eine ziemlich coole Waffe ist. Allerdings haben wir ohnehin keine 20 Bretter. Müssten wir erst verarbeiten und bis dahin ist der Gute auch wieder weg. Hat sich für uns also dann soweit erledigt. Können wir wieder gehen, beziehungsweise wir könnten noch die ganzen Wildtiere, die hier rumrennen, einmal in die Ecke bringen, weil Fleisch können wir immer brauchen zum Zubereiten. Die Häute können wir mit Sicherheit auch später dann noch zu Leder verarbeiten. Habe ich Leder mitgenommen? Ne, ich habe eben Leder hätte ich mitnehmen können, wäre aber nur eins gewesen. Von daher habe ich mir gespart, das mitzunehmen. Hätte nur Inventarplatz belegt für ein Leder. War es mir nicht wert. Anders als bei Last Day on Earth ist hier auch, wenn man
eine Attacke von hinten macht, macht es nicht dreifachen Schaden, sondern lediglich doppelten Schaden. Und hier ist es auch, finde ich, auch ziemlich cool gemacht in dem Spiel. Stärkere Gegner haben wohl auch eine stärkere Rüstung. Das heißt, die Waffe macht nicht immer gleich viel Schaden. Wenn der Gegner etwas stärker ist, macht die gleiche Waffe auf die stärkeren Gegner weniger Schaden. Klingt ja auch realistisch. Eventuell haben die eine Panzerung, wodurch sie weniger Schaden bekommen. Wir bekommen ja auch weniger Schaden, wenn wir eine Panzerung tragen. Von daher finde ich das schon sinnig, anstatt dass man immer denselben Schaden macht. So, jetzt sind wir gleich an dem Punkt, wo uns jetzt noch die Energie ausgeht. Achso, zwischenzeitlich, da sieht man jetzt hier nicht. Doch, Level 12 habe ich mittlerweile erreicht. Hab dementsprechend 7 Hämmerchen, 7 Skillpunkte. Weil ich hatte mir gerade eben überlegt, wenn wir ja jetzt uns selber Kleidung herstellen wollen, müssen wir ja erstmal Rezepte lernen. 1, 2, 3, 4, 5 Rezepte sind für 5 Skillpunkte wieder los. Wobei wir sind jetzt zu Hause. Wir haben die Aufgabe, wir sagen Kisten bauen. Tun wir das erst einmal. Wobei wir dafür natürlich erst einmal entsprechend Platz im Inventar brauchen. Hier können wir noch ein bisschen Fleisch nachlegen, können direkt ein bisschen Holz als Brennstoff reinfüllen. Wupp, es ist Nacht, ja. Da muss man aber echt auf Zack sein hier. Also am günstigsten anscheinend die Basis irgendwie um diesen Kreis bauen, dass man immer schnell mal schön in den Kreis gehen kann. Wo mache ich denn meine Holztruhe? Hier ist mein Holzverarbeitungstisch. Tun wir mal welche rein. 4 Minuten. Können wir hier das Holz auch zwischenlagern. Wobei wir müssen ein bisschen was aufheben. Truhen müssen wir noch 2 Stück bauen. Das stellen wir ja erstmal direkt auf. Hier können wir eine. Machen wir die mal so rum, dass wir vorbeilaufen können. Und die so rum. Gut. Jetzt haben wir Lagerplatz ohne Ende, aber nichts, was wir reinlagern könnten. Was haben wir hier noch? Da ist noch ein bisschen Holz. Tun wir hier rein. Fälle hatte ich doch. Ach, ich muss mir hier eine Tür hinbauen. Können wir vielleicht direkt mal tun. So. Wenn wir das anklicken, können wir sie abreißen. Genau. Zack. Dann können wir die einmal drehen, dass wir dann vorbeilaufen können. Jawohl. Achso, vielleicht auch eine neue Tür bauen, ne? Obwohl, komm, machen wir einen großen Raum. Oh, jetzt ist direkt die Rabenaufgabe. Achso, ja, wir haben sie erledigt. Deshalb ist der Rabe an dem Käfig. Machen wir die auch weg, machen wir einen großen Raum draus. So, schönen guten Tag. Wir bekommen wieder ein Hämmerchen. Der Rabe kräht. Laufen wir einmal raus, laufen wir einmal rein, guck mal, was der Rabe von uns will. Zwischendurch mal einen Schluck trinken, Moment. Wieder Enter. Wäre natürlich ein geiler Deal gewesen, die 20 Bretter gegen ein relativ gutes Schwert einzutauschen. Aber wir haben die Bretter nicht, von daher, was nicht ist, das ist nicht. So, nächste Aufgabe. Super, 100 Holz sollen wir sammeln gehen. Wir waren gerade in dem Ein-Totenkopf-Gebiet und haben da wie viel Holz rausgekriegt? Wo habe ich es hingepackt? 20 habe ich zum Verheizen gesteckt, 20 zum Verarbeiten, 2, 4, 6, 8. So um die 90 Holz würde ich jetzt schätzen, haben wir da rausgekriegt. Also müssten wir jetzt noch gut zweimal dahin gehen. Ja, wird meine Energie aber nicht für reichen. Können wir das noch stapeln? Dann ringen wir da raus. Ich habe also gerne so ein bisschen Ordnung, ein bisschen die gleichen Sachen beieinander liegen in meinen Kisten. Da haben wir noch 6 Samen, die können wir nochmal in das Beet reinstopfen.
Da haben wir die Stoffe. Was brauchten wir denn alles? Wir brauchten Seile, ne? Weil ich würde jetzt dazu tendieren. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell und wie viel Skillpunkte wir wirklich durch die Questreihen noch dazu bekommen, wie viel wir für die Level-Ups bekommen. Weil prinzipiell würde ich jetzt dazu tendieren, die ganzen Rüstungen zu lernen. Aber wie gesagt, dann sind wir 5 Skillpunkte schon wieder los. Die Bandage wäre auch ziemlich cool, die zu können. Wir sind jetzt Level 12. Mit Level 15 gibt es die nächsten Rezepte. 15, 15, 15, 15, auch schon wieder 5 Stück, 6 Stück. Und dann Level 19. Also wenn wir pro Level ab immer einen Punkt bekämen, käme sich das ja ungefähr aus. Wir müssen dann natürlich auch immer die ganzen Aufgaben vom Rabenkäfig erledigen. Weil der Sewing Table, der Schneidertisch, der wäre natürlich auch nach. Warum ordentlich Zeug für? Gut zu wissen, was wir schon alles sammeln müssen. Aber was ich ja eigentlich mal machen wollte. Oh, der Stall braucht 2 Punkte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber die Waffe ist auch nicht schlecht. Ein Stone-Looking Bench werden wir auch kurz über lang brauchen. Also es ist auf jeden Fall sehr interessant gemacht vom Gameplay, weil man sich wirklich entscheiden muss, zumindest am Anfang, was man denn bauen will, was man haben will. Aber wie gesagt, ich habe eben schon festgestellt, die Bandagen, ich habe jetzt keine mehr mit dabei, die heilen doch ein gutes Stück. Dieses Healing over Time, also dieses zeitversetzte Heilen, hat auch den Vorteil, wenn man halt was isst, was einen normalerweise über die normale Gesundheit heilen würde, heilt einen dann halt noch weiter, wenn man während des Kampfes das zum Beispiel isst. Dann hat man halt nicht das Problem, dass man droht zu sterben, sondern kontinuierlich die Heilung reinkommt. Ist die Frage, die Bandagen. Na, ich würde jetzt sagen, um mal was zu zeigen, baue ich oder lerne ich mal den Stall. Dann hole ich mir meine Bretter, die ich habe. Die habe ich eben aufgehoben, 12 Stück. Dann hole ich mir die Kupferbarren. Was brauche ich noch? Ah, siehst du mal, haben wir davon überhaupt 10 Stück? 7 haben wir. War jetzt ja dann auch für die Katze, ne? Ja, die sind alle leer, da habe ich ja nichts reingepackt. Also hätte ich eben besser aufpassen sollen, weil ich glaube, ich hätte noch 2 oder 3 von diesen Cords mitnehmen können. Ja, haben wir das jetzt quasi erstmal. Aber mit Sicherheit, wenn ich jetzt dann noch 100 Holz besorgen muss, wird mir da noch der ein oder andere Gegner über den Weg laufen, der noch die Cords dabei hat. Warte mal, das. Ach, ja, da muss man sich auch dran gewöhnen. Ich drücke öfter mal ein falsches Knöpfchen. Ich habe eben irgendwo das Kupfererz eingelagert. Dann kommt schon mal das hier ran. Das können wir da dabei packen. Dann die Steine mit dabei. Dann lernen wir zumindest für die heutige Episode noch einmal Kleidung herzustellen. Dann stelle ich mir noch einen Satz Kleidung her. Würde dann sagen, ist die heutige Episode gleich auch zu Ende. Weil ich kann zwar noch einmal zum Wald rennen, werde aber nicht die 100 Holz da fällen können. Warte mal, habe ich hier. Ich habe da sogar noch Sachen an. Egal. Ja, alles weg. Wollen wir mal gucken, wie der Kram aussieht. Da tut die Runde habe ich an. So einen Schuh habe ich an. Können wir gleich mal schauen, wie so ein komplettes Set aussieht. Ja, sieht aus, ne? Wie der Bauersjung von nebenan. Waffe ist auch gleich kaputt. Ist dann auch die Frage, ein Pünktchen haben wir noch. Lernen wir den Kartell. Oh, nein. 10 Holz war dann. Okay, dann. Also Holz ist wohl am Anfang etwas sehr Wertvolles. Skillpunkte alle weg.
Was macht das Ding denn an Schaden? 4, oh, auch 24 bei 0,7. Also ich war eben schon begeistert von der Pitchfork. Gut, die Pitchfork hat genau 25 Schaden gemacht. Mit den 25 Schaden haben wir die Leopard mit zwei Schlägen weggekriegt. Ich vermute mal, dass der Carthel drei Schläge braucht. Weil ich vermute, die haben 50 Leben. Wir haben ja leider keine genaue Lebensanzeige. Und bei 25 mal 2 waren die genau tot. Beziehungsweise von hinten mit einem Schlag exakt tot. Ich vermute mal, dass wir hiermit noch einen dritten Schlag brauchen werden. Schönes Stäbchen, okay. Ja, soweit dann das. Jetzt haben wir erstmal einen guten Vorrat an Lagerplatz. Da machen wir noch ein paar Brettchen. Hier kochen wir uns noch was zu. Na, hier kochen wir uns noch was zu essen. Oben bauen, wachsen und gedeihen. Oh, hide behind the walls and tremble in fear. Sollen wir uns hinter den Wänden verstecken? Noch ein Paddel. Dann packen wir das mal für den Notfall da rein. Wie gesagt, würde ich an der Stelle für heute erstmal Schluss machen. Ich gehe jetzt natürlich noch einmal in den Wald, weil einmal komme ich noch dahin. Werde zurückgehen, dann mal schauen, wie spät es ist. Wir haben jetzt Viertel vor 10. Ich denke nicht, dass ich nochmal hin und her renne, falls doch. Gibt es dann demnächst die vierte Episode? Ich hoffe, ihr seid mir noch weiterhin gesonnen. Schaut weiterhin alles an, was ich hier tue. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Schreibt vielleicht was in die Kommentare, wenn ihr das Game auch spielt. Seid ihr schon weiter? Wie findet ihr das Spiel? Ich finde es gerade sehr interessant. Habe leider nicht genug Zeit, das Ganze hier. Oh, I'm thirsty, sagt er. Mal gucken, bevor er verdurstet. Essen muss er auch was. Ja, wie gesagt, ich werde weiterhin hier noch meinen Progress weiter auf YouTube festhalten. Ich komme leider nicht so viel dazu, wie ich gerne würde. Die Zeit ist halt der größte Feind. Ich sage mal schönen Abend, guten Morgen, guten Tag, Mahlzeit, wann immer ihr das Video schaut. Bis dann, euer Schimmi.